Jetzt ist es weg. Da ist es wieder. Was sind die Tricks? Brutzel, Brutzel. Ja. Ist das so ein Trick mit Portalen und das andere ist zwischen deinen Beinen? So. Was zum Fick? Was denn? Nichts. Achso, deswegen ist mein Pet jetzt schuld dran, oder was? Alter, wie sieht denn sie aus? Das stimmt denn? Besser als ich. Also von daher. Wenn du übrigens gefährlich sein, mit deinem Namen Sprengstoffe zu basteln. Nein! Oh, das ist gut passiert. Wo ist er, ohne Witz? Da hinten. Weg. Er chillt da hinten einfach. Geil, neuer Umhang. Zenker-Umhang. Ist der geil. Bombe drauf. Meine Harpune ist verdreht. Sehen die geil aus. Alter, in meinem Chat ist komplett gespammt, dass Schnabelbro ein Level-Up hatte. Geil. Der stets wachsame Schnabelbro kann sogar unter Wasser fliegen. Meine Harpune, guckt, seht ihr das? Ja. Was soll denn die Scheiße? Du kannst nicht ins Bett gehen, wir brauchen unseren Tank. Ja, aber dann, nein. Hier, nimm einfach meinen Wels. Danke. Ich wollte schon immer mal deinen Wels haben. Hast du jetzt den Wels gegessen? Dafür sollte ich ihn noch nutzen, oder? Junge, nicht? Das war meine verzauberte Oma. Sollst du ihn nur kurz halten? Als ob ich jetzt hier noch richtig antworten kann. Erst das Kamel und jetzt meine Großmutter. Das Kamel, ich vermisse es. Ja, Mann. Das ist befreit. Sagt ihr, sie hat nicht gelitten. Ich hab schnell gegessen. Was hier für eine Wartezeit? Bist du nicht Tank, ja? Du doch hier. Jo. Ich bims. Ich bin eine Idee, hallo. Was soll denn das hier mit diesem Invite? Dieser Invite. Ehrlich? Ich glaube, du meldest nochmal ab und nochmal an. Okay. Yeah. Ja, ich höre. Hat sich eine gute Idee mit dem Neuanmelden. Ja, hat sie. Oder du deine Challenge-Mode-Waffe hast, ist das wenigstens meine Idee gewesen. Auch was haben. So. Ich hab das nicht getan. Oder dass es viele Filme gibt, die jetzt so RL gemacht werden, so König der Löwen und so. Und irgendwelche Serienfortsetzungen. Und dabei wollen alle eigentlich nur eine Shrek-Realverfilmung. Dein Stab ist ein bisschen hässlich. Mein Stab? Ja. Der leuchtet und ist eine Kugel drin. Weißt du, das sind immer meine Argumentationen. Und ihr findet trotzdem meine Sachen scheiße. Deine Argumentation war letztens, das ist doch grün, als die Waffe gelb geleuchtet hat. Das ist schon ein kleiner Unterschied. War das nicht gestern, wo ich voll, als ich voll war? Nee, leider nicht. Ich dachte, ich kann jetzt alles darauf schieben. Das war nämlich vorgestern, als du voll warst. Uäh, meine Teetasse. Auf ihn! Ich raste aus. Bock mich mal nach Dala. Ja. Ist das dein Ernst? Wie findet da mein neues Pad? Ja, ist das ein hübscher Boy. Tommy! Ja, nice. Das ist natürlich geil, ja. Palme hat auch seine kleine Pfadfinder-Gaming-Laterne dabei. Oh, ich hab das Tor aufgemacht. Toll, jetzt hast du den Questgeber freigelassen. Ja. Ist da, was mit dem Tentakel passieren würde, wenn es ein Schweinegesicht hätte? Mhm. Dann wäre es ein Spektakel. Ah! Alter! Schrapunzel? Nee, wie Schrapunzel. Heißt wie heißt sie, mit die die ganze Zeit schläft? Schrapunzel. Oh, nee. Ja, Schrapunzel. Schrapunzel, Schrapunzel, lass das Schrapnell herunter. Also, Alter, wir können nicht kicken, die heilen sich voll, was ist das? Kicken, nur nicht jetzt gerade. Schnabelbro ist gestorben wegen deiner Sünden. Er hat sie eine Schlange verwandelt. Scheiße! Ja, es ist! Ja. Mein Bruder hat nicht funktioniert. Mörder! Nein! Bruder hat tatsächlich reagiert. Ich rette dich, Brudi. Danke, endlich ist mir wieder warm. Ja, was ist denn das aber für ein Scaling, dass sie sich komplett voll heilen und wir noch keine Kicks haben überwiegend? Was ist das? Doch, ich. So, mit Schlag. Du bist nicht überwiegend. Bin übergewichtig. ja, mehr kann ich nicht heilen. Kicken. Sollst ja auch nicht heilen. Mann! Alter, hier ist Schlangenflaum. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Vor allem, es wäre übelst geil, wenn einfach Insekten wie Bienen und Wespen beim Fliegen schreien würden. Aber so ein bisschen leise, dass quasi man nicht dieses Wzz hört, wenn sie am Ohr sind, sondern so. Ah, oh, sehr schön. Man soll zwar keinen Gott spielen, aber in dem Fall hätte ich es echt gern getan. Was macht diese Schlangenflaumnatter hier? Wo kommt die her? Es ist noch von dir, die hat sich verlaufen. Ah, können Schlangen eigentlich Kompasse lesen? Ja. Klar. Ja, ne, ich hab nichts. Oh nö. Oh, geil, wie ich einfach den Giftfeier als Rückhol mit meiner Axt schieße, Alter. Peng. Guck mal in meinen Eimer rein. Bleib stehen. Guck mal. Geil. Ist das der Kacke-Eimer? Ja.
Von der dritten Frau von Emperor Claudius weiß man, dass sie blonde Perücken getragen hat, ihre Nippel gepierst hatte und sie hat mal einen Wettbewerb mit einer lokalen Prostituierten ausgetragen, wer die meisten Männer in einer Nacht befriedigen kann, und daraufhin wurde sie von ihm exekutiert. Von wem? Bei welcher dritten Frau? Wo bist du, Digga? Ja, was halt so passiert auf einer Party. Es hat mich gerade kurz ein bisschen aus der Bahn geworfen, als ich das gelesen habe. Weil ich mir immer vorstelle, wie die Umstände sind, wie das zustande kommt. Lol, wetten, du schaffst es nicht. Ja, ey, ich bin jetzt hier aber die Frau vom römischen Kaiser. Ja, komm, du schaffst es nicht, oder? Das ist Schiss. Ich kann nicht, ich werde exekutiert, wenn das rausfindet. Ja, komm jetzt hier, stell dich so an.